Hallo, leider ist dieses Video wieder über die Ukraine. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, welche Sachen dort passieren. Es ist doch wirklich so, dass die Offensive der Ukraine in Kursk wohl gestoppt ist und dass es dafür im Donbass mit dafür gesteigerter Geschwindigkeit pro Russland weitergeht. Da haben sich wohl einige Leute verschätzt. Und es sind wohl nicht die Ukrainer gewesen oder zumindest nicht alleine. Wir hören von einem Sprecher einer Brigade der Ukraine, dass natürlich westliche Aufklärung dazu beigetragen hat, dieses Ziel, diese Angriffsstoßrichtung nach Kursk, ja, so erfolgreich, wie sie denn gelaufen ist, vorzubereiten. Die stellen sich also wirklich inzwischen hin, zeigen uns nicht nur Uniformen von westlichen Soldaten, keine Ukrainer, die auf russischem Boden gefallen sind, sondern reden ganz offen darüber. Hey Mann, natürlich ist es der Westen und natürlich sind es westliche Soldaten, die da mithelfen und natürlich sind es westliche Waffen, die uns dazu befähigen. Sehr interessant, heißt, der Eskalationsknopf bleibt weiterhin gedrückt. Es gibt Menschen, die ich sehr schätze, die immer wieder jeden Tag darauf hinweisen, dass wir wirklich auf einen nuklearen Zwischenfall hinsteuern. Denn der Ukraine zu glauben, dass der Russe einfach blöd ist, dass alle roten Linien Käse sind und der Putin sowieso kurz vorm Verlieren ist. Das ist natürlich jedem, der nur ein bisschen noch Gehirn übrig behalten hat, vollkommen klar, dass das irgendwelche feuchten Wunschträume sind. Die Ukraine fordert den Westen auf, sie endlich dazu befähigen und ihnen auch zu erlauben, tief in Russland Waffen einzusetzen. Sie wollen am liebsten wohl auf den Kreml schießen. Wenn wir uns überlegen, dass Russland ja nicht nur aus Putin besteht, sondern aus vielen anderen, die teilweise noch radikaler sind als er, dann kann das auf Dauer gar nicht gut gehen. Die Frage, die sich uns stellt, ist weiterhin die gleiche. Wer will jetzt unbedingt noch vor der Wahl diesen Zustand festschreiben, ihn eskalieren, sodass wir vielleicht noch in einen dritten Weltkrieg kommen, bevor wir einen neuen Präsidenten haben, der ja, so es Trump ist, für Frieden ist. Ist es nicht interessant, dass wir die Situation haben, wie wir sie haben mit der Auseinandersetzung auf russisch und auf ukrainischem Boden, dieser unprovozierte Angriffskrieg der Russen, jetzt auch ein provozierter Angriffskrieg der Ukraine? Ist es nicht hochinteressant, dass genau in dieser Situation alle beteiligten Regierungen beim Wanken sind? Ist das vielleicht gar nicht so erfolgreich? Wir hören auf der einen Seite, dass im Moment Zelensky, wenn er Wahlen machen würde, keine Chance hätte, wiedergewählt zu werden. Wir erinnern uns, er ist auf einer Friedensplattform Präsident geworden und ist seit Ende Mai ohne legitimen Auftrag. Wir sehen in Deutschland, dass die ihn unterstützende Ampelregierung, wie wir jetzt gesehen haben in Sachsen und in Thüringen, vollkommen am Ende ist. Wir haben gesehen, dass die Regierung Macron, die hinter ihm stand, Riesenschwierigkeiten hatte und nur mit einem Trick nicht vollkommen abgewählt wurde. Wir haben gesehen, dass die Engländer ihre Regierung ausgetauscht haben. Die Konservativen haben verloren. Labour ist an die Macht gekommen. Wir sehen das Phänomen überall. Auch die Regierung in Polen hatte sich ja geändert, sodass wir nicht wirklich sehen können, dass hier irgendwie Erfolge gefeiert werden. Die amerikanische Regierung wird wahrscheinlich ja auch ausgetauscht. Zumindest sagen das die Vorhersagen.
die Vorhersagen, die nicht irgendwie fünffach gesampelt sind und damit Ergebnisse vorspielen, die es gar nicht gibt und auch nur, wenn wir auf die Integrität der Wahlen vertrauen können. Wir hören, dass Herr Medvedev, der ehemalige Nachfolger und auch Vorfolger von Herrn Putin, dass der warnt. Er warnt, nachdem er ein Interview gelesen hat im Guardian von Herrn Sikorski, dem polnischen Außenminister, er warnt davor, dass die Polen, wenn sie so weitermachen, ihren Anteil an radioaktivem Staub noch bekommen werden. Er sagt, wie kann der sich erlauben zu sagen, dass die Amerikaner, und ich gebe zu, ich habe das auch gelesen, dass die Amerikaner auf einen nuklearen Schlag, auch wenn er niemanden töten würde, alle russischen Stellungen in der Ukraine sofort angreifen würde, und zwar konservativ, normal angreifen würde und aufgrund ihrer deutlichen Überlegenheit natürlich diese Sache ja entfernen würden. Dahinter steckt doch, wir wissen das, wir würden jetzt gerne die Russen zu einem Fehler bringen, wir würden die Russen gerne dazu bringen, jetzt nuklear irgendwas zu machen, wie auch immer, damit genau das passiert, weil wir vertrauen auf die Amerikaner und ihre Freunde, auf die NATO, dass sie das uns, dieses Versprechen, was sie uns gegeben haben, dann einlösen. Das scheint die Lösung zu sein. Nur die Russen machen es bisher nicht. Die Russen machen einfach ihren Plan weiter und ja, in lange nicht gehabter Geschwindigkeit, so Putin heute, marschieren sie in der Ukraine vorneweg, währenddessen in Kursk, wo sie nicht so viele Dinge zu verteidigen haben, weil das eine relativ arme Region ist. Ja, versuchen sie nur die Sache unter Kontrolle zu halten. Jetzt kommt ein interessanter Aspekt dazu. Dieser interessante Aspekt ist, dass der Herr Lavrov Folgendes gesagt hat. Er hat gesagt, auf Initiative der Türkei, die Türkei, wir erinnern uns, April 2022 hat die Türkei schon einen Friedensvertrag ausgehandelt gehabt mit Biden, der dann vom Herrn Biden und vor allen Dingen von Herrn Johnson abgelehnt worden ist. Der Lavrov hatte unter türkischer Leitung die Idee, wieder zuzustimmen einem Getreidedeal. Dieser Getreidedeal, der ja abgelaufen ist, da wurden die Russen sehr dafür kritisiert, der sollte wieder aufleben. Jetzt wissen wir von dem ersten Getreidedeal, dass nur ungefähr 3% des Getreides wirklich hungernden Staaten zur Verfügung gestellt wurde. Dass auf der anderen Seite den Russen nicht erlaubt wurde, eigenes Getreide an den sogenannten globalen Süden zu liefern, sondern sie mit Sperren belegt worden sind. Es wurde ihnen nicht erlaubt, das zu exportieren. Die Ukrainer, die ja Interesse an einem solchen Deal haben, die hatten sich hingestellt und hatten Folgendes verlangt. Erstens mal logischerweise Sicherheit für die Schiffe. Haben die Russen gesagt, okay, machen wir. Und dann hatten sie einen ganz interessanten Vorschlag, die Ukrainer. Sie wollten da hineinschreiben, dass beide Seiten Atomkraftwerke nicht angreifen sollten. Jetzt frage ich mich und du dich vielleicht auch, was hat das denn mit so einem Getreidedeal zu tun? Die Russen haben so ein Ja gesagt, so Lavrov. Und kurz vor Unterschreiben dieses Deals haben die Ukraine ihre Bereitschaft zurückgezogen. Nein, machen wir nicht. Jetzt fragen sich Auguren, warum wollten die Ukrainer da reingeschrieben haben, das mit dem Atomkraftwerk? Wir haben gelernt in der Zwischenzeit, dass sowohl in der Ukraine es Probleme mit dem Atomkraftwerk gab, mit ukrainischer Unterstützung und auch angeblich das russische Atomkraftwerk in Kursk
wissen wir nicht, ob es besetzt werden sollte, angegriffen werden sollte, ein Unfall vorgetäuscht werden sollte oder sonst wie. Ging es wieder darum, den Russen links und rechts auf die Backe zu hauen, sie vielleicht von besonderem Schutz abzulenken, weil wir haben es ja jetzt unterschrieben, und dann trotzdem diese Sache durchzuziehen? Weil es scheint ja immer wieder genau der Trigger zu sein, den die Ukraine sucht. Und natürlich ist im Krieg alles erlaubt. Die Frage ist nur, wollen wir da wirklich mitmachen, wenn alles erlaubt ist? Haben wir uns nicht selbst Grenzen gesetzt, moralischer und ethischer Natur? Haben wir nicht selbst uns auferlegt, genau bei diesen Sachen nicht mitzumachen? Warum unterstützen wir das immer noch? Ich weiß, das ist eine Minderheitsmeinung, aber bei den Wahlen sehen wir ja, die Leute wollen Frieden. Wir wollen Frieden, wir wollen keinen Krieg. Wir wollen, dass die Leute sich unterhalten und diese Dinge, die ja nicht seit 2022, sondern mindestens seit 2013, 14 schwelen, wir würden die gerne befrieden. Wir würden gerne eine Lösung finden. Egal, unter neutraler Führung, neue Aufteilung, Einfrieren der Grenzen, Status quo, was auch immer. Warum schaffen wir es nicht, Menschen, die ja vorher schon am Tisch gesessen haben und was unterschrieben haben, warum halten wir die ab, das zu tun? Diese Frage muss sich jeder westliche Politiker einmal in einer ruhigen Stunde gefallen lassen und sollte sie einfach mal nur, die haben kein Gewissen mehr, also einfach Gott als Zeuge nehmen und mal eine Antwort geben. Ich glaube, da werden viele von uns überrascht, was da herauskommt. Vor allen Dingen sehen wir, wer immer wieder diese Sachen unterstützt, wer die echten Kriegstreiber sind. Und auch da sollten wir uns fragen, warum unterstützen sie es? Worum geht es? Geht es um Macht? Geht es um Geld? Geht es um beides? Eines ist sicher, es geht weder um Freiheit noch um Demokratie. Wenn es darum gehen würde, würden viele Staaten heute ganz anders aussehen. Beispiel Iran. Vom Schah auf Khomeini, Freiheit und Demokratie. Syrien, von Assad auf Assad, Freiheit und Demokratie. Im Irak, von Saddam Hussein auf jetzt, Amerikaner werden rausgejagt aus dem Irak. Wo ist Freiheit und Demokratie? Libyen, von Gaddafi auf jetzt Chaos. Wo ist Freiheit und Demokratie? In der Ukraine, wo bitte ist Freiheit und Demokratie? Es wird gekämpft gegen die Kirche, gegen die russische orthodoxe Kirche. Es wird gekämpft gegen Minderheiten, russische Minderheit in der Ukraine. Es werden alle Oppositionsparteien verboten. Der Presseapparat wird gleichgeschaltet, die TV-Stationen werden gleichgeschaltet. Wo bitte ist in der Ukraine Freiheit und Demokratie? Wo? Du kannst es mir gerne in die Kommentare schreiben, weil ich würde es wirklich gerne einmal sehen. Ich würde gerne einmal sehen, wo wir Frieden, Freiheit und Demokratie wiederfinden. Wir wollen, wie gesagt, keinerlei Krieg. Wenn du auch keine Lust mehr hast auf Krieg, dann fällt es ja schwer, den Meldungen täglich immer wieder hinterher zu hecheln. Vielleicht solltest du, wie ja ich auch, dein Leben ein wenig umorganisieren. Du solltest unabhängig werden. Du solltest frei werden. Ich empfehle dir, hier unter diesem Video einmal auf den Link zu klicken und dich anzumelden zu meiner Trading Challenge am 14. und 15. September diesen Jahres. Wir werden uns in dieser Trading Challenge einmal darum kümmern, dir zu zeigen, was mit Trading möglich ist,
was Trading überhaupt bedeutet. Dir zeigen, dass es ein Handwerk ist. Dir zeigen, was du damit machen kannst. Welche Möglichkeiten du in dieser Welt damit genießen kannst. Was du wirklich sofort nehmen kannst und umsetzen kannst. Etwas, was dir vielleicht hilft aus irgendwelchen schlechten Erfahrungen zu lernen, weiterzukommen, ein bisschen dich fortzuentwickeln, auch von dieser Zwickmühle. Wie mache ich das denn in der heutigen Zeit mit all diesen neuen Dingen in meinem richtigen Beruf? Wie schaffe ich es denn, die Unzufriedenheit, die herrscht, umzusetzen, diese Energie zu nehmen und etwas Positives daraus zu gestalten? Ich freue mich auf dich. Ich verspreche dir, es wird ein Knaller. Wir sehen uns am 14. und am 15. September jeweils um 18 Uhr. Du findest es hier, den Link dafür, unter diesem Video. Ich freue mich darauf. Bis dann, der Olli.